Hallo Welt! Ja, da sind wir wieder, hier auf der Talos. Und wir hätten 9mm Patronen ganz gerne noch hergestellt. Da brauchen wir aber dieses Material hier und das haben wir nicht. Zumindest nicht in ausreichender Form, meine ich. In ausreichender Menge, so sagt man. Eieiei, was wäre denn dieses mineralisches Material? Könnte es sein, vielleicht. Ich glaube aber eher, dass es... Es war doch grau. Warum ist so wenig drin in der Vorratskiste? Haben wir das alles noch bei uns im Inventar? Wir haben alles verbraucht schon. Oder können wir hier irgendwie hochscrollen? Ja, da würden wir das Zeug rausbekommen. Den Druckregulator, den können wir nicht verwerten. Aber vielleicht können wir den irgendwo einbauen. Wir nehmen den mal mit und gehen erstmal nicht zu den Typhons, die wir mit so wenig Munition wahrscheinlich sowieso nicht schaffen werden. Wir gehen erstmal zum Gewächshaus und gucken, ob wir den... Ja, das ist ja irgendwie so ein Druckregulator für Wasser. Also reguliert die Wasserversorgung für das Rohrleitungssystem der Talos 1. Also das werden wir mal ausprobieren, ob wir damit was anfangen können. Ja, und irgendwann sollten wir uns wirklich mal diese Psy-Hypo-Sachen angucken, denn wir sind hier die ganze Zeit gegen Gegner am Kämpfen, die uns in einer Tour die Hose runterziehen und uns den Popo versohlen. Und ja, vielleicht können diese Psy-Hypo-Dinger ja richtig was. Auf einmal sind das total die Schutzschilde oder irgendwas. Oder wir können Waffen günstiger, Munition günstiger herstellen. Das wäre natürlich super. Wenn wir genug Munition hätten, dann wäre das ja alles schon schwer genug. Aber haben wir ja nicht. Organisches Material haben wir hier jetzt ziemlich viel. Mineralisches. Ich glaube, mineralisches Material brauchen wir. Ah, das wäre dann dieses Graue hier. 3 brauchen wir aber davon. Und wir haben nicht mal 1. Puh. Ja, okay. Okay, wie dem auch sei. Wir gehen dann oben erstmal gucken. Druckregulator. Hey, wir gucken erstmal in unsere Ziele und gucken, was wir mit diesem Druckregulator, vielleicht steht das ja sogar hier, was wir damit machen können. Umweg. Betritt die Datenzentrale. Ach, wir haben doch... Ach, ich will es gar nicht sagen. Albtraum und so. Ja, ist ja der Schwierigkeitsalbtraum, der Schwierigkeitsgrad Albtraum nach wie vor. Möchte ich auch nicht von abweichen. Warum auch immer. Könnte man ja auch machen. Alles auf Normal stellen oder so, dann wären wir wahrscheinlich schon durch mit dem Titel. Ja, mit Sicherheit sogar. Ja, aber macht das dann noch Spaß? Ich weiß nicht. Der Schlüssel der Leiche. Das würde ich so gerne machen und wir kommen und kommen da einfach nicht ran. Jetzt sind da zum Beispiel Typhons, die da in der Nähe sind. Immer noch hier auf der Station hier. Im Arboretum. Whistleblower wäre das gleiche, wäre auch da im Quartier, im Mannschaftsquartier. Verursache keine Schäden. Lade de Vries, Dechiffrierungsschlüssel herunter. Da kommen wir auch nicht dran. Gartentipps. Finde Dr. Julian Howard. Ich sollte über eine Sicherheitsstation nach Dr. Julian Howard suchen, um mehr über den Düngermix zu erfahren, den er im Sprinklersystem des Arboretums testen wollte. Er wirkte so aufgeregt. Das ist nicht hier. Dr. Julian Howard ist das nicht. Das hätte ich mir gemerkt. Das ist hier ein anderer. Wie heißt er? Rodney S. Poole heißt er. Können wir alles nichts machen? Ist das hier? Wow. Ja, das sind die Schrottteile draußen. Die stoßen andauernd mit der Talos 1 hier zusammen. Also da können wir auch nicht so viel unternehmen gegen. Nein, eigentlich können wir gar nichts unternehmen. Wir könnten, wenn wir genug Glue hätten, können wir raus. Und dran draußen dann alles mit Glue abdichten. Sollen wir den hier nicht mitnehmen? Aber der geht doch sofort kaputt. Nährungssensor, Neustart. Scanne Ziel, kein Alien-Material hinweg. Ach,
Das ist diese, ja, natürlich ist das die Rani, die da vorne ihre Notiz verloren hat letztens. Aber eventuell haben wir doch hier irgendetwas übersehen. Kann man die Tür hier verriegeln? Ja, könnte man. Wäre das gut? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir irgendwann mal hier durch und fliehen. Naja, dann werden wir doch in der Lage sein, einen kleinen Knopf drücken zu können. Man weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht aber auch. Man weiß es nicht. Mickey Pitts Senior. Ja, irgendwie nichts zu machen. Ja, was jetzt natürlich faszinierend wäre, wir schalten die Sprinkleranlage an und sofort wächst hier alles. Oh, jetzt echt. Wir haben die ganzen Zitronen hier übersehen. Ja komm, die müssen wir aber mitnehmen. Zitrone, ja, warum eigentlich nicht bei der Hitze, habe ich mir überlegt. Das wäre ja schon mal etwas mehr als nur Mineralwasser jetzt zur Zeit. Ich habe ja noch so ein bisschen Zitronenkonzentrat da. Das hole ich mir immer auf Lager, auf... Ihr wisst schon, damit man mehr davon hat. Auf Vorrat, sagt man dann. Und sofort sollte jetzt was wachsen hier. Tut es aber nicht. Ja, wir haben dieses Ding ja auch noch nicht eingebaut. Da können wir es auch nicht einbauen. Moment, was war hier rot? Ach, das hier. Tragen können wir das nicht. Das ist zu groß für uns. Passwort. Hacken 2 haben wir nicht. Ja, oh mein Gott, ich überlege gerade, wir sind ja immer noch ganz am Anfang, liebe Welt da draußen. Wie geht's denn hier erstmal zur Sache, bitteschön, wenn wir höher geskillt sind? Dann ist es ja meistens so, dass die Gegner mitskillen und auch größer werden und schwerer werden. Edna Burton. Also, die muss ja nicht unbedingt hier rumliegen, oder? So alleine, meine ich. Perfekt. Sie auch. Ein bisschen aufräumen hier. Wie sieht denn das aus, wenn einer kommt mal? Außerdem, hier riecht es vielleicht schön nach Zitrone und so. Ja, da sind sie wieder zusammen, die drei. Ja, ja. Da oben rauf möchte ich ja ganz gerne mal. Da wird wohl das Büro sein von Yu, von unserem Bruder. Ist das unser Bruder, glaube ich. Aber da müssen wir an den Typhons vorbei. Ja, das müssen wir jetzt machen. Aufi, aufi. Mit 8 Kugeln hier, mit 8 Munition nur, mit 8 Patronen. Die haben wir 13 von. Das ist alles zu wenig. Aber ich habe ja auch nichts mehr zum Einsammeln gesehen auf der Etage groß. Ja, so diese organischen Sachen. Ah, davon gibt es hier eine Menge noch. Da ist auch noch einer, den könnten wir eigentlich auch mal entsorgen. Wo geht's da eigentlich hin? Da haben wir auch noch gar nicht geguckt. Weil das sind wahrscheinlich wieder ganz andere Gegner, oder? Und wer weiß, da ist jetzt das Paradies. An Munition vielleicht. Tür zur Verladebucht. Ganz genau. Ach, das ist doch unsere Tür. Also, was heißt unsere Tür? Ja, da kommen wir doch da durch, da rein. Ich glaube, die lassen... Lassen wir die zu? Sonst klettern wir doch da einmal durch und dann da oben rauf. Dann sind wir gleich oben. Also im Prinzip ist es egal. Ich finde, wir müssen die jetzt nicht unbedingt reparieren. Bekommen wir Punkte dafür? Geht wahrscheinlich sowieso nicht, oder? Doch geht.
Ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt kommt hier jeder, jetzt kommt hier nämlich jeder rein. Auch Aliens kommen jetzt hier rein und... Ah, das hätten wir gar nicht machen sollen. Können wir die wieder verriegeln? Nein. Oh nein, jetzt ist die Dauer geöffnet. Tatsächlich. Schon ist er nicht mehr sicher da unten, den wir da unten extra hierher gezerrt haben. Oh, Moment. Ach so, wir haben doch hier einen, der uns hier noch so ein bisschen heilen kann. Warum fliegt er eigentlich da unten rum? Und wo war denn überhaupt nochmal unten? Hier doch. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Genau. Es dauert nur einen Moment. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Jetzt haben wir Bellamys Karte, um da durchgehen zu können, theoretisch. Und wie man sieht... Hoppla. Kommen wir doch nicht dadurch. Außerdem, ja doch, hier sind wir richtig. Das ist unser Ziel. Aber irgendwie funktioniert seine Karte nicht, wie man sieht. Vorsicht! Wie sind wir denn gerade da oben hochgekommen? Moment mal. Wissen wir ja schon. Immer noch bewusstlos, schade.
haben wir nichts von. Einen Schluck trinken schnell und zwei Schluck. Ihr müsst da nicht so unbedingt stehen. Können wir die nicht kaputt schießen? Moment, haben wir nicht so ein EMP-Teil? Nein. Wir haben die ganzen Werfedinger, die haben wir nicht so gerne. Die haben wir alle weggelassen erstmal. Ihr könnt ja nicht da durchschießen. Na, durch das kleine Loch hier vielleicht schon. Und die nehmen überhaupt gar keinen Schaden. Wir haben die Waffen so verbessert und die Dinger nehmen immer noch keinen Schaden. Bereichskarte herunterladen, da haben wir es doch. Oh, dann sind wir die beiden vielleicht dann schon mal los demnächst. Oh nein! Falsch abgebogen. Oh nein.
Ich habe den Eindruck. Oh nein! Nein! Mama, vital wird kritisch. Ich wollte nur die Bolzen wieder. Hat er uns gerade angequietscht? Keine E-Mails. Aber den Fabrikatorplan haben wir endlich. Und da hinten ist noch eine Notiz. Oh, hey, was ist das? Das merken wir jetzt erst. Dass hier so Sachen dahinter versteckt sind. Und der Westen hält Stand. Auszug aus dem Klappentext eines Alternativ-Weltromans von Lance B. Jenkins. 1964 wendete Präsident Kennedy sich vom amerikanischen Interventionismus ab. Aber was wäre geschehen, wenn Amerika seine Verbündeten in Vietnam unterstützt hätte? Würde der Kommunismus im Osten noch immer vorherrschen? Wäre der eiserne Vorhang gefallen? Der renommierte Publizist Lance B. Jenkins hat einen packenden alternativen Bericht über die Tage nach dem Tonkin-Zwischenfall verfasst und beleuchtet, was hätte geschehen können, wenn Amerika 1964 in den Krieg gezogen wäre. Jenkins' fantasievolle historische Berichte sind detailreich, monumental, bewegend. 10 von 10. The Liberty Herald. Ja, wirklich, da merken wir das jetzt erst, dass wir hier so ran können an solche Dinger. Jetzt haben wir den Feind natürlich hier rumschleichen. Oder vielmehr schweben. Hallo. Genau, aber wir haben auch einen Freund hier irgendwo rumschweben. Da oben an der Decke ist er. Hallo, komm runter, du. Wie sollen wir da raufkommen, du? Sag doch mal. Geht doch nicht. Kletter auf den Baum. Bist du noch nie auf den Baum geklettert? Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Lebensbedrohliches. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So gut wie neu. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Mhm. Er wird gemacht, sobald wir Zeit haben und einen gefunden haben. Immerhin haben wir unsere Bolzen doch wieder bekommen. Eigendiagnose protokolliert. Liste. Reparatur- und Wartungsprotokolle. Datei nicht gefunden. Datei nicht gefunden. Ist doch kein Grund, dann auf uns loszugehen, oder? Lasst uns schön in Ruhe hier.
ich weiß schon. Wo sind die beiden denn? Korrumpiert. Der ist aber weit weg. Gefangen. Das dachte ich. Ich habe sie gefangen. Mir nach. Oh. Los, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Keine Teile übrig. Ich habe sie gefunden. Kommst du? Wir sind nicht der Kreislauf. Hat neue Hits. Ich habe sie gefunden. Ich muss eine kleine Anpassung machen. Ich habe sie gefunden. Was hat denn von da oben jetzt geschossen? Gut. Und was war das? Ach, von da hat das Geschützding geschossen. Wir sollten uns diese Geschütztürme mehr zu Nutzen machen. Die sind ziemlich gut. Naja, die verschaffen uns eigentlich ein bisschen Zeit, aber in dem Fall haben sie doch geholfen. So, der zweite schwirrt aber auch noch irgendwo hier herum. Alles in Ordnung bei dir? Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Sehr schön. Haben wir den wirklich hierher gestellt? Ah. Also gegen so ein Mimik kommt doch so ein Geschützturm hier bestimmt gut an. Und wenn wir das hier so hinstellen. Na, hier so schon. Dann kann der von da oben schießen. Die aus dem Gang raus vielleicht. Und dieser von hier. Siehste. Oder wir holen einen noch weiter nach vorne. Hier müssen ja keine zwei stehen, oder doch? Können wir die auch nehmen? Ja, die können wir auch tragen. So weit gucken die nämlich nicht bis da zum Ausgang. Diagnose ausführlich. ISS nominal. Energielevel nominal. Aktoren nominal. Neigungswinkel Fehler. Bitte Techniker kontaktieren. Sensor Neustart. Sende Fehlerprotokoll. Hey, dass wir uns die Dinger vorher noch nie zunutze gemacht haben. Die sind ja doch richtig gut. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Ja, das gefällt mir mit den Dingern. Jetzt müssen wir nur noch die beiden Phantome oder dieses Mimikring irgendwie darüber locken. Hören aber auch nicht. Ah! Wow. So,
sind doch so schnell. Diese Mimik-Dinger. Aber die verstecken sich ja auch gerne. Dann kriegen wir den auch selbst. Eine Sorge weniger, liebe Leute da draußen. So, ich sage mal, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.